Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Eigentlich wollte ich heute gar kein Video mehr drehen. Eigentlich ist heute Freitag, ich kam von der Arbeit und ich war platt. Aber dann hat der liebe Postbote geklingelt und mir ein Paket gebracht. Und zwar den Amazon Adventskalender. Wuhu! Also ich freue mich sehr. Wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich hinter diesen 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich eben übrigens einfach mal so geschminkt mit dieser Palette. Das ist die Ariel-Palette oder die Ariel-Palette aus der Disney-LE von Essence. Und deswegen bin ich heute etwas bunter unterwegs. Ich hatte nämlich eben einen türkisen Pulli an. Und da hatte ich einfach Bock drauf. Und dann hat halt der Postbote geklingelt. Und ja, manchmal, ich bin ein Mädchen. So, diesen Adventskalender kannst du auf Amazon kaufen. Der kostet so um die 50 Euro. Verlinke ich dir unten in der Infobox. Habe ich dir auch schon in den letzten Videos immer mal wieder verlinkt. Habe ich auch auf Instagram geteilt. Du kannst in diesem Video übrigens dieses Pinselset von BH Cosmetics, dieses Aurora Lights Pinselset gewinnen. Und vielleicht noch ein paar Produkte aus dem Adventskalender. Da muss ich aber mal gucken. Letztes Jahr war das, glaube ich, mein absoluter Favorit, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin total aufgeregt. So sieht er aus. Überhaupt nicht weihnachtlich. Er ist einfach mit Rosenblättern hier überall. Es ist eher ein Valentinstags-Design, würde ich sagen. Und wir haben 24 Boxen und du kannst ihn aufstellen. Der hat hinten einen Aufsteller tatsächlich. Und ich blende die Preise ein und ich bin aufgeregt und wir legen los. In diesem Adventskalender, der jetzt übrigens wundervoll in meinem Billigregal aussieht, findet man dekorative Kosmetik und auch Pflege. Und ich bin wirklich gespannt, denn da sind wirklich alle möglichen Marken drin. Ja. Oh, und ich liebe es übrigens jetzt schon, dass da Einlegeböden quasi drin sind, dass nicht alles so runterrutscht, wenn du eins rausnimmst. Und da steht was drauf. Advent, Advent, nur noch 23 Tage bis Weihnachten. Große Boxen, schöne Boxen. Oh ja, EOS Organic, Limited Edition Chai. Ich mag keinen Chai. Lasting Hydration Lip Care. Genau, das ist hier ein Lippenbalsam. Ich habe aktuell ein EOS am Bett stehen. Nee, ein Labellino. Ein EOS habe ich tatsächlich in meinem Badezimmer stehen. Aber ich weiß schon, wem ich den hier in den Adventskalender packen kann. Allein die Boxen, die sind schon mal richtig schön groß, ne? Okay, in 22 Tagen ist Weihnachten. Ich glaube, ich muss nicht jede einzelne Box vorlesen. Die Nummer 2. Und du kannst diesen Kalender super wiederverwenden, weil es halt Boxen sind, ne? Das finde ich immer großartig. Oh ja, von Sanssouci. Das hatten wir auch schon in anderen Boxen drin, in anderen Adventskalendern. Gute Marke. Forever Young Fließmaske. Vielen Dank. Eine straffende Intensivmaske für reife Haut. Ich bin 30. Habe ich reife Haut? Würde man dann schon sagen, ich hätte reife Haut? Ich weiß nicht. Ich verwende auf jeden Fall solche Produkte schon. Ja, gut. Ich liebe Masken mit Powerpeptiden und jo. Ne? Ich freue mich drauf. Und sie ist pink. Alle Boxen sind irgendwie groß. Die Nummer 3. Ah, ich freue mich immer so, was da so drin sein kann. Aufgeregt, die Frau. Von Revlon. Sehr schön. Professional Unique One, was ist das? Green Tea Scent Hair Treatment mit 10 Benefits. Okay, okay, was ist das? Und vor allem, wie viel ist da drin? 9 Milliliter sind da drin, auch interessante Probe. Sprühmaske. Oh, Sprühmaske ohne Ausspülen mit dem Duft von grünem Tee. Schön, okay, also das ist einfach eine Haarmaske. Es riecht wirklich angenehm nach diesem grünen Tee und hat so eine milchige Konsistenz. Also das hat hier auch einen Sprüher. Und ja, das wird auf jeden Fall getestet. Ich weiß nur nicht, wie lange ich das dann drauf lassen soll, weil hier steht ja ohne Ausspülen. Also im Prinzip drauf sprühen und drin lassen. Mehr oder weniger, ne? So wie ein Leave-In von Gliscor quasi wahrscheinlich. Die Nummer 4 ist etwas schwerer. Ich glaube, da ist ein Tiegel oder sowas drin. Huch, nee. Ach, guck mal, sowas hatte ich auch schon mal. Von L.A. Brookie, ich weiß es nicht. Hand and Body Wash. Das hatte ich mal in einer Box, glaube ich, mit drin. Das ist gar nicht mal so günstig. Ja, das kannst du als Seife quasi nehmen und als Duschcreme, Duschgel quasi. 60 Milliliter sind da drin und ich merke gerade, dass ich einfach überall gerade Highlighter habe. Okay, ja, riechen wir mal dran. Ja, riecht irgendwie echt mild. Leicht zitrisch. Ich weiß jetzt nicht, was da drin sein soll. Grapefruit Leaf. Okay, mit Grapefruit Blatt. Okay. Ne? Und das Grapefruit Body Wash von L.A. Brookett packe ich dir auch mal mit in die Verlosung, weil ich habe es ja schon. Und jetzt haben wir hier die Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Oh,
Da haben wir nochmal die kleine Größe. Nochmal ist gut. Ich habe gestern da einen anderen Adventskalender ausgepackt, sage ich mal. Von NYX Worth the Hype Volume and Lengthening Mascara. Die habe ich tatsächlich auch schon letztens mal ausgetestet. Die finde ich ganz gut. Und das hier ist eigentlich eine schöne Reisegröße. Also, ne? Gefällt mir. Ich habe hier jetzt mal meinen Kasten mit meinen Mascaren geholt. Nicht erschrecken. Ja, ich muss demnächst auch irgendwann mal, ich denke so zum Winter hin, eine Schminksammlung abdrehen. Aber ich wollte dir die Worth the Hype Mascara mal in groß zeigen. Beziehungsweise das Bürstchen wollte ich dir einfach mal zeigen und die wollte ich jetzt noch nicht aufmachen. Das ist einfach so ein ganz normales, Kunsthaarbürstchen, was aber ein Oschi ist. Also das macht dir wirklich auch einen schönen Schwung, schönen Volumen rein. Hier habe ich jetzt heute eine andere verwendet, da habe ich eine von Douglas genommen. Das war diese hier. Die 5-in-1 Volumizing Mascara Exception Eyes, genau, die habe ich genommen. Ich bin echt ein Freak, ne? Ich habe ein bisschen viele Mascaren. Ich mag's halt. Mit wunderschönen Wimpern gehen wir quasi zum Nikolaus. Und hier haben wir die Nummer 6. Heute ist Nikolaus, steht da auch drauf. Sehr schön, ja, heute ist Nikolaus. Oh ja, hier haben wir etwas drin. Das war auch in der Amazon Osterbox mit drin. Und zwar ist das ein Forea Luna Play. Das ist ein sackteures Produkt. Ich glaube, das kostet 39 oder 29 Euro. Habe ich verwendet, tatsächlich. Hält dir aber nicht Ewigkeiten, weil du die Batterien nicht tauschen kannst. Das wurde so ein bisschen moniert und auch vollkommen zurecht. Es ist wirklich schön, das unter der Dusche anzuwenden und damit quasi deinen Gesichtsreinigungsschaum oder was auch immer in die Haut einzuarbeiten. Die Haut wurde bei mir dadurch auch echt schön rein. Ja, das ist ein gutes Produkt und ich werde es auch wieder verwenden. Das Problem dabei ist einfach, dass ich finde es nicht nachhaltig. Also das ist halt wirklich so ein Produkt, was schreit, hallo, herzlich willkommen in der Wegwerfgesellschaft, ne? Das ist ein bisschen schade. Naja, auf jeden Fall kannst du halt mit diesen Gumminöppelzen entsprechend das Produkt schön einarbeiten. Ich krieg's jetzt nicht auf. Nein, es ist auch eins auf, verklebt super. Muss ich dann demnächst mal oder nachher, wenn ich halt duschen gehe, mal öffnen. Und das vibriert halt. Du kannst, wenn du Dollar drauf drückst, dann macht es halt Dauervibration. Dann kannst du damit schön über dein Gesicht fahren. Und es ist schön, ja. Es reinigt schön, es hilft schön, es ist ein tolles Produkt. Aber es ist halt null nachhaltig. Und es ist halt ein tolles Nikolaus-Produkt. Hier haben wir sehr leicht die Nummer 7. Oh ja, die habe ich auch schon mal gehabt. Die finde ich total klasse von Elizabeth Arden. Das ist das Retinol Ceramid Kapseln Serum für die Nacht, genau. Da sind so Kapseln drin. Da hatte ich, glaube ich, mal so 2 Stück als Probe oder so bekommen. Und hier sind drin 7, genau. Ja, das ist auch relativ teuer. Und ich finde es aber von der Wirkung her sehr, sehr schön und habe es auch damals gerne verwendet und freue mich drauf, das wieder zu verwenden. Diese kleinen Kapseln, die hier drin sind, haben so Pinöppel oben drauf. Den Pinöppel kannst du abmachen und dann kannst du das ist ganz weich, ne? Das ist Silikon oder was auch immer, oder Gummi oder frag mich nicht. Und das kannst du dir halt so auf das Gesicht geben und dann vorsichtig einmassieren. Fühlt sich unfassbar schön an. Also direkt jetzt auch beim Adventskalender-Unboxing schon die ein oder andere Review, weil ich doch schon ein paar Dinge im Leben getestet habe. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, dass es relativ hoch einen Anteil an Silikon hat, aber bei mir hat es echt gut funktioniert. Jo, hat mir gut gefallen und ich freue mich drauf, das wieder zu verwenden. Aber da sind bislang echt ganz schön coole Klopperprodukte drin, muss ich sagen. Wir sind jetzt erst bei der Nummer 7. Ich glaube, dieser Adventskalender entwickelt sich auch wieder zu einem meiner Lieblingskalender dieses Jahr. Es sei denn, wir erfahren jetzt noch irgendwann den Ultra-Fail, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hier haben wir die Nummer 8. Heute ist der 2. Advent. Nur noch 16 Mal schlafen. Wup, wup. So in der Art steht es hier drauf. Hier sind mehrere Produkte drin. Oh ja, die Marke kenne ich. Die Marke habe ich schon mal mit euch getestet. Und zwar ist das die Amazon Eigenmarke Feind. Das ist bei mir ehrlich gesagt nicht so ultra gut abgeschnitten. Aber ja, ist mir so. Genau, da habe ich einmal den Lip Liner und einen Lippenstift. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann wird dieser Lippenstift auch passend zum Lip Liner sein, nämlich in diesem Rot. Ja, ist es. Ne? Also ich hatte davon auch getestet, nicht diesen Lippenstift, also solche Lippenstifte hatte ich nicht, glaube ich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich hatte Lipglosse, glaube ich, getestet. Die waren auch nicht so ultra meine Favorites. Stick
hier Highlighter und so habe ich getestet, das habe ich auch nicht so gut gefunden. Was ich aber nach wie vor ultra gerne verwende, ist vor allem der Eyeliner. Den habe ich jetzt auch in täglichem Gebrauch, also quasi jetzt in meinem Alltags-Badezimmer-Gedönsen. Ja, ansonsten war da nicht so viel ultra cooles mit dabei. Der Bronzer und der Blush, den fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, genau. Diese zwei Produkte würde ich dir auch mal mit in die Verlosung mit reinpacken, denn rote Lippenstifte und rote Lip Liner habe ich echt ziemlich viele da und das ist so ein klassisches Weihnachtsprodukt. Aber es war irgendwie klar, Amazon hat ja die Eigenmarke rausgebracht und es war klar, dass sich irgendwas von dekorativer Kosmetik darin verbirgt, dass es jetzt der Klassiker ist. Ist okay. Und schon sind wir bei der Nummer 9. Auch das wieder schön groß und lang. Oh ja, schön. Von Biore 6 tiefenreinigende Clear-Up Strips. Und das ist die Zebra-Edition, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil das ja im Zebra-Design ist. Ich verwende die Clear-Up Strips von Biore sehr, sehr gerne. Habt ihr auch in Anwendung. Die Zebra-Dinger habe ich überhaupt schon mal getestet. Ich habe auf jeden Fall schon mal, ich glaube, bei wem war das denn? Bei der Xlater, bei der Julia hatte ich gesehen, dass das eins von den Fail-Produkten ihrer Zuschauer ist. Und ich finde es cool, dass ich das jetzt da habe, weil dann kann ich das quasi testen und schauen, ob das wirklich so viel schlechter ist wie die weißen oder wie die schwarzen von Biore. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich denke, die Formulierung wird ja ähnlich sein. Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied sein soll. Also im Prinzip sollte das Gleiche drin sein, von daher sollte es genauso gut reinigen, oder? Tame your wildest paws. Zähme deine wildesten Poren. Das ist so bekloppt manchmal, was die da als Werbesprüche draufpacken. So, die Nummer 10. Hört sich größer an. Jetzt dürfte auch mal wieder so ein Kloppervieh kommen. Nein. Batiste Trockenshampoo. Nein, danke. Ich benutze kein Trockenshampoo. Ich wasche mir jeden Tag meine Haare, weil ich es einfach mag. Ich mag das Gefühl von Trockenshampoo in den Haaren einfach überhaupt nicht. Ich mag das nicht, wenn die so dieses... wenn ich in meine Haare greife und nicht so richtig ordentlich durchfahren kann, weil es irgendwie klebt oder sich irgendwie komisch anfühlt, auch wenn es in minimalster Art und Weise stumpf sich anfühlt, was es ja dadurch tut, ne? Mag ich das nicht. Das ist die Richtung Blush. Floral and Flirty Blush. Ist jetzt überhaupt kein Weihnachtsprodukt, finde ich. Ja, ist okay. Ist immer mal wieder mit dabei. Ist aber nichts für mich. Die Nummer 11. Es macht so viel Spaß, wenn man richtig Boxen so auspacken kann. Es ist besser, als wenn du immer so an diesen Adventskalendern rumgrabbeln musst und deine Fingernägel abgehen, so wie dieser großartige Daumen, der heute komplett mit allen Fingernägeln neu gemacht werden möchte. Okay, Diadermin. Oh, Lift Plus, Ultra Lifting Augenkontur. Sehr schön, das scheint mir ein Full-Size-Produkt zu sein. Altersempfehlung, 30, 40, 50, passt. 15 Milliliter sind da drin. Das heißt, ich komme gerade so in die Zielgruppe dieses Produktes, was mir sehr gut gefällt. Also bislang würde ich halt auch echt sagen, dass der Adventskalender jetzt nicht unbedingt was für die jüngere Generation ist, sondern eher so für uns Frauen. Finde ich gut. Ja. So sieht das aus. Ist ein schönes Typchen. Passt mir auch ganz gut. Ich benutze zwar unheimlich gerne in letzter Zeit, oder eigentlich ist es mein Lieblingsprodukt und ich werde es auch demnächst wieder benutzen, von Clinique, die All About Ice Cream. Hatte jetzt zwischenzeitlich eine andere verwendet. Einfach nur mal, um ne, wieder zu testen, die mir auch gut gefallen hat, von Caudalie. Und jetzt habe ich quasi ein weiteres Backup für Augencreme. Augencreme braucht man. Man hat hier so Kram. Man nennt es Falten. Aber ist nicht schlimm. Ich lache halt gerne. Und während es draußen in Strömen regnet und sich ein halber Weltuntergang anzubahnen scheint, öffnen wir mal die Halbzeit, die Nummer 12. Das ist echt Wahnsinn, wie viel das zurzeit regnet, ne? Und ich glaube, unser Teich, der läuft auch irgendwie demnächst mal über. Ah, geil. Hier haben wir noch eine zweite Maske drin. Und zwar die Slice Sheet Mask mit Cucumber, also mit Gurke ist das. Und da haben wir diese Gurkenslices. Die hatten wir letztes Jahr auch schon drin mit Rose. Ich mag einfach diese Slices nicht. Ich möchte ganz oder gar nicht. Ich bin so ein Binierer-Mensch, 0 oder 1, ganz oder gar nicht, bitte. Also, wenn ich eine Maske drauf mache, dann mache ich die auch aufs ganze Gesicht und das heißt eine komplette Tuchmaske oder wie auch immer. Aber ich möchte nicht nur so partiell, das funktioniert bei mir nicht. Irgendwas ist da gerade runtergefallen. Läuft. Okay, das heißt, die geht auf jeden Fall jetzt auch mit in die Verlosung, weil ne, ich fände es interessant, mal Gurke auszuprobieren, weil ich glaube, ich hatte noch nie eine Gurkenmaske. Das ist halt eigentlich der Klassiker, aber ich hatte es noch nicht. Aber diese Slices komme ich nie mit klar. Nein. Ist übrigens von der Marke Kokostar und ich finde, es ist keine würdige Halbzeit. Während die Nummer 13 sich wiederum etwas schwerer anfühlt,
und sich darauf freut, geöffnet zu werden. Und es ist irgendein Paket. Oh nein, es ist wieder eine Zahnpasta. 25 Milliliter von dieser interessanten Marve Cinnamon Mint. Das ist mit Zimt und Minze. Hatte ich schon in anderen Adventskalendern drin, sage ich mal. Ich möchte ja nicht spoilern. Haben wir dann nächstes Jahr Waschmittel mit drin oder was soll das? Also das ist für mich jetzt kein Produkt, was in einen Adventskalender gehört. Bitte, bitte nicht. Finde ich doof. Hoffentlich rettet die Nummer 14 wieder so ein bisschen mein Gemüt. Denn ich hatte doch mal irgendwas davon erzählt, dass ich den Kalender mag. Ja, das erhält mein Gemüt. Rituals of Sakura ist mein Lieblingsritual-Duft. Das ist die Magic Touch Body Cream. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch mit drin. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. 70 Milliliter sind da drin. Ja, aber ich liebe sie. Deswegen ist es für mich ein ganz tolles Produkt und ich freue mich wie Bolle darüber, dass es mit drin ist. Aber ich glaube, das hatten wir letztes Jahr. Oder hatten wir letztes Jahr dieses Ritual of das, wie heißt das, rote? Weiß ich nicht. Ich glaube, davon hatten wir eine Handcreme drin, ne? Ich glaube, letztes Jahr wurden wir von dem roten Ritual of fällt mir gerade nicht ein. Davon wurden wir letztes Jahr überrannt. Da hatten wir nämlich in fast jedem Adventskalender gefühlt diese Handcreme mit drin. Aber jetzt haben wir das. Und das finde ich toll. Und das riecht jetzt schon so mega geil. Nach diesem Kirschblüte und Reismilch ist es ja also Cherry Blossom and Rice Milk. Das ist so geil. Ja. Ich mache es mir auf die Hand. Ich glaube, ich hatte... Ja, davon hatte ich auch mal einen kompletten Tiegel. Es ist einfach schön. Das ist so mein Moment jetzt. Ja, ich mag's. Ich mag's riechen. Ich mag's unheimlich gerne riechen. Ich mag's den ganzen Abend danach zu riechen, weil ich creme mich dann ja abends ein nach dem Duschen. Und dann so duftend ins Bett zu gehen, mich da reinfallen zu lassen. Und man fühlt sich wie auf Wolken mit diesem Duft. Ich finde ihn herrlich. Die Nummer 15 möchte scheinbar so ein bisschen eskalieren. Der ist ganz schön groß. Heute ist der dritte Advent. Wuhu! Okay, aber das Packaging ist deutlich größer als das Produkt, was sich drin verbirgt. Oh, aber es ist ein tolles Produkt. Und zwar Ritual of Sakura. Und zwar ist das Foaming Shower Gel. Ich hatte das jetzt schon in mehreren verschiedenen Geruchsrichtungen da. Und nun habe ich es in dieser hier. Ich habe auch mal gesagt, ich möchte keine Metallflaschen oder Metalldosen selber mehr kaufen, wenn sie aber in Adventskalendern drin sind oder in Beautyboxen, die ich ja auch gerne auf meinem Kanal so, ne, unboxe. Dann freue ich mich drüber. Ja. Love it. 50 Milliliter sind da drin, das ist eine schöne Größe und ja, das ist halt, ne, du machst dir halt diesen, da kommt's raus und dann machst du dir das auf die Hand und dann wird das direkt zu Schaum und dann machst du dir das auf den Körper und genießt es und danach kannst du dich mit der Magic Touch Body Cream eincremen und bist wie auf Wolken. Ich find's super. Na, ja. Okay, die Zahnpasta ist verziehen. Na gut. Die Nummer 16. Oh, da haben wir direkt zwei Produkte drin und zwar zwei Klassiker. Einmal haben wir ein Original Labello mit drin in der ganz normalen Full-Size-Größe. Ich glaube Labello, also so Lippenpflegestifte kriegst du auch gar nicht in klein. Und dann eine kleine Größe von der Nivea Creme, da sind 30 Milliliter drin. Es gibt auch Adventskalender, die sowas irgendwie in ein Kläppchen packen. Also das muss man halt auch mal dazu sagen. Adventskalender, die übrigens genauso viel kosten wie dieser hier. Ich möchte gerade keine Namen nennen, aber das hat mich echt abgenervt. Die Nummer 17 ist wieder so ein... Ich mag ja, wenn das so Päckchen drin sind, ne? Gliscor Schwarzkopf Kräftigungsbooster. Boostet ihr Haarpflegeprodukt für zusätzliche Kräftigung. Kraftloses, geschwächtes Haar. Okay, dazu möchte ich sagen, solche Booster, sowohl für Masken, Gesichtscremes, wie auch immer, Haarprodukte, finde ich ganz nett, dass es sie gibt. Aber eigentlich, wenn ich mir ein Haarpflege- oder Gesichtspflegeprodukt kaufe, gehe ich doch davon aus, dass es geil ist und dass es eine ausreichende Pflege hat und nicht so einen entsprechenden Booster benötigt. Eigentlich. Ich werde es dennoch mal testen. Ne, also man soll das halt in das Haarpflegeprodukt dazugeben, also zum Beispiel für Shampoo oder Spülung, da kann man das dann reinmachen und hier sind 15 Milliliter drin. Ne? Ich werde es testen, wie gesagt, aber eigentlich muss sowas nicht sein. Ja, sieht ganz hübsch aus, ne? Wird auf jeden Fall verwendet, wird getestet. Ich mag Lisco definitiv, aber eigentlich ist es kein Produkt, was man jetzt braucht. Hat auch keinen großen Geruch hier. Hier kommt es oben übrigens auch schon raus. Man muss es scheinbar irgendwie drehen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich teste das mal. Und dann kann ich euch dann in irgendeinem Aufgebraucht-Video auf jeden Fall mal eine Review dazu geben.
Also ich finde, man sollte schon manche Produkte dann auch kritisch betrachten und nicht immer nur sagen, wow, cool, yay. Nein, ich versuche dann auch ein bisschen realistisch zu bleiben. So, realistisch betrachten wir uns die Nummer 18. Hier haben wir von Alcina den Skin Manager AHA Effect Tonic. Hatte ich in einem anderen Adventskalender schon mal drin, aber das habe ich noch nicht getestet. Ich muss erstmal schauen, wie das so ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich liebe ja Gesichtspflege. Ne? Skincare ist voll meins. Riecht nach nicht viel, riecht ein bisschen seifig. Muss erstmal getestet werden, da muss ich mal schauen. Ne? Direkt daneben ist die Nummer 19. Der Klassiker. Invisibubbles, 3 Stück. Ja, durchsichtig. Mit ein bisschen Silber auch dran. Ich mag Invisibubbles, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich dieses 4,95 € teure Produkt in der Hand halte. Weil, ja, ich mag lieber die normalen Invisibubbles, also die originalen. Die halten bei mir einfach länger als die günstigeren, die man so im Euroshop oder so kaufen kann. Ja, deswegen freue ich mich. Die Nummer 20. Nur noch 4-mal schlafen. Okay, interessantes Produkt, was man jetzt in einem Adventskalender drin hat. Aber die scheinen auch öfters mal so Sommerprodukte in den Adventskalender reinzupacken, damit du das ganze Jahr über was von deinem Adventskalender hast. Hier haben wir eine kleine Größe von Ultrasun. Ja, das ist einfach eine Gesichtscreme mit 15 Millilitern. Da habe ich jetzt schon einige von da. Und die geht jetzt tatsächlich auch mit in die Verlosung mit rein. Es ist immer wichtig, natürlich auch im Winter Sonnenschutz oder Lichtschutzfaktor auf der Haut zu tragen. Ich persönlich mache das so, dass ich dann einfach als Tagescreme direkt Produkte mit Lichtschutzfaktor verwende. Weil ich ansonsten viel zu viele Schichten auf meinem Gesicht habe. Ich habe meine Morgenroutine ja auch schon mal abgefilmt. Die wird dann noch länger werden, wenn ich noch zusätzlich einen Sonnenschutz verwenden würde. Deswegen versuche ich darauf zu achten, direkt feuchtigkeitsspendende Cremes zu nehmen für den Tag mit Lichtschutzfaktor. Ne? Deswegen, solche Produkte brauche ich dann in der Regel nicht. Hier haben wir schon die Nummer 21. Also der Adventskalender macht mir Spaß, weil da sind echt viele schöne Produkte drin, die ich gerne verwenden werde. Und jetzt ist er bald schon vorbei. Oh ja, ich habe euch ja eben gezeigt, wie sehr ich Mascaren liebe, ne? Hier ist eine drin. Und zwar von Wunder 2, die 27 Hours Mascara. Okay, ich werde jetzt nicht 72 Stunden lang eine Mascara tragen, denn abends schminke ich mich schon ab. Lash Extension Stain Mascara. Bis zu 3 Tage halt, ja, passt schon, ne? Definierte Wimpern, intensives Schwarz, hält bis zu 3 Tage, wasserfest und vegan. Ei, das ist jetzt hier nochmal in der Verpackung mit drin. Ich möchte sehen, wie dieses Bürstchen aussieht. Oh, nochmal eingepackt. Leute, oh, Marge, du auch hier. Hier haben wir sie. Sieht sie nicht hübsch aus? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein relativ langweiliges Packaging. Genau, ja. Okay, und die soll jetzt Wunder machen. Boah, die stinkt. Die riecht schon intensiv, ne? Das ist so ein Kunsthaarbürstchen. Relativ schmal, würde ich mal so sagen. Und sieht auch echt unspektakulär aus, ne? Also sieht jetzt nicht so aus, als würde es meine Haare mega expandieren lassen. Ich habe jetzt eine ordentliche Mascara drauf und brauche da jetzt eigentlich nichts mehr drüber machen. Deswegen lasse ich es mal. Ich werde die demnächst mal mit euch zusammen testen. Was ein geiler Inhalt, sagte sie, nachdem sie eins ihrer Lieblingsprodukte ausgepackt hat. Mascara, wup, wup. Der Adventskalender und ich. Wir haben so unsere Höhen und wir haben unsere Tiefen. Und ich bin sehr gespannt, was die letzten Kläppchen bzw. Büchschen beinhalten. Hier haben wir schon mal die Nummer 22. Heute ist der 4. Advent. Nur noch 2-mal schlafen. Oh, auch so ein Klassiker. Mini-Hand-Creams. Das ist cool. Das finde ich richtig cool. Und zwar ist es von der Marke Duft and Doft. Die Marke Duft and Doft, da hängt auch tatsächlich Hair Doctor mit drin. Das weiß ich, weil die mich letztens angeschrieben haben und mir einen Gutscheincode mitgeteilt haben. AIDWIKEP20. Blende ich die hier auch mal ein. Den kannst du nämlich einlösen bei Hair Doctor Shop. Genau, in deren Shop. Verlinke ich die unten in der Infobox. Schau vorbei. Die haben tolle Produkte und halt auch diese Marke mit etabliert, sage ich mal. Und hier haben wir dann 4 verschiedene Handcremes mit drin. Das ist schön. Sugar Delight, Pink Breeze, Stockholm Rose und Sophie Soap. Finde ich sehr, sehr niedlich. Ich meine übrigens auch, dass der Gutscheincode bei dem Duft and Doft Online-Shop gilt. Musst du mal gucken. Kannst du ja mal probieren. Genau. Und hier haben wir dann jeweils 10 Milliliter von diesen Handcremes drin. Finde ich zum Testen übrigens, ach so rum hätte man das halten können, ne? Dann kann man es auch lesen. Zum Testen finde ich das ultra gut.
Das finde ich echt toll. Also ein schönes Testpaket, was du hier bekommst. Gerade weil es halt eine neue Marke ist, ne? Finde ich klasse. Handcreme klassisch in Adventskalendern. Aber ich muss sagen, cool, weil 4 verschiedene und dann halt so von der neuen Marke 1A. Mensch, wir haben nur noch 2 Boxen. Das hier ist das vorletzte, die Nummer 23. Womit sollen wir uns denn hübsch machen für Heiligabend, damit wir quasi am Heiligen Abend erstrahlen? Kann ich gut gebrauchen. Das ist, eine Reismaske für die Haut. Lässt du 20 bis 30 Minuten drauf, diese wunderschöne Tuchmaske. Und hast danach gereinigte Haut. Finde ich schön. Gefällt mir. Ist toll. Da hatte ich damals mir ganze Pakete von bestellt, wo du, keine Ahnung, ich glaube 20 von diesen Masken oder so mit drin hast. War quasi mein Einstieg in meine Maskeneskalation, die ich mittlerweile habe. Ich liebe Gesichtsmasken, Leute. Echt. Finde ich cool. Ja gut, das ist jetzt schon die 3. Gesichtsmaske in diesem Adventskalender. Das könnte man als ein bisschen inflationäres Verhalten sehen. Gegebenenfalls. Für mich aber perfekt. Welches Knallerprodukt erwartet uns denn Heiligabend? Es ist richtig leicht. Ich hoffe, es ist ein Knallerprodukt. Frohe Weihnachten 2019, ja. Vielen Dank. Mach mich glücklich, bitte. Oh, schön, ja. Mini-Einsatz, Maxi-Wirkung von Barbour. Da sind Ampullen drin. Das ist toll. Barbour ist eine gute Marke. Ich habe jetzt tatsächlich letztens auch noch welche in Adventskalendern drin gehabt, sie getestet und für gut befunden. Und jetzt habe ich wieder Nachschub und da freue ich mich drüber. Das ist gutes Zeug. Echt gutes Zeug, Leute. Das ist einmal Widerstandskraft und Ausstrahlung, Ausstrahlung und Feuchtigkeit und sofortige Glätte. 3 Stück. Und ja, da freue ich mich drüber. Und dann hast du hier auch noch einen Amazon Beauty Gutschein für Luxury Beauty Produkte. Den hatte ich letztes Jahr auch mit drin und auch eingelöst. Auch das muss man bedenken, denn das sind 5 Euro Rabatt, die du bekommst. Und auf Amazon in dem Beauty-Bereich kann man sich dann da entsprechend austoben. Das finde ich klasse. Der ist einlösbar vom 1. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2020. Cool. Hat mich der Kalender glücklich gemacht? Ja. Wird es mein Favorit für dieses Jahr? Nein. Dennoch coole Produkte und ich denke zu einem relativ hohen Preis, den ich dir hier mal einblende. Also nicht Preis, sondern Wert, ne? Also die Produkte vom Wert, wenn du das so kaufen würdest, der Preis, aber ja, ne? Hat mir echt gefallen. Doch, gehört aber mit zu meinen Favoriten. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, aber dazu gibt es dann auch noch ein separates Video. Ich habe ja noch gar nicht alle Adventskalender hier, geschweige denn ausgepackt. Es kommen hier noch einige. Lasst euch überraschen. Und ich bin glücklich und ich hoffe, du auch, denn ich habe dir ja einige Produkte noch mit in die Verlosung gegeben. Denk auf jeden Fall dran. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Vor allem solltest du natürlich meinen Kanal abonniert haben. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!